Hallo, liebe Schildmeiden und Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Open Country mit eurem Erik Vikingsson. Ihr seht es schon im Hintergrund, hier ist es schneebedeckt, hier sieht es wunderschön aus. Hier ist es komplett beschneit. Guckt euch das mal an. Wir haben hier einen, wie soll ich sagen, ATV, glaube ich, oder Snow Ridge Gedönsgeschichte, da ist es. Guck mal, wir können das, glaube ich, sogar benutzen. Das werden wir auch machen. Aber als allererstes, es ist nämlich schweinekalt, wir haben uns Winterklamotten gekauft, dann werden wir die auch anziehen, ne? So, bei Kälte, hier, den Pullover drauf. Hallo? Ach, hör auf jetzt, oder? Wir haben doch jetzt bei Kälte... Wir hatten uns doch kaltresistentes Zeug gekauft, oder nicht? Ja, dann gehen wir hier aber so. Ja, dann ist es so, ne? Dann rüst es aus. Ist okay. Gut. Checken tue ich es nicht. Uns ist aber warm. Ja, das ist okay. So, pass auf. Nicht lang reden, sondern einfach Gas geben. Wir müssen jetzt Richtung Süden runter, hier hin zu dem Hunter's Forest. Da werden wir jetzt hinfahren mit dem Wohnmobil. Dann ist die Frage, wie geht es für uns weiter? Weil das nächste Jagdgebiet ist hier. Wenn der Weg hier weiter runter geht und wir kommen hier irgendwie, habe ich das Gefühl, ist eine Höhle, kommen wir durch und wir kommen hier lang, dann gehen wir hier hoch, weil das ist ja alles Weg und Straße und so weiter, ne? Wir müssen mal gucken. Wir gucken jetzt mal, ob wir mit dem Wohnmobil klarkommen. Super, oh, guck mal, Omega, Obaya, 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 das ist toll. So, Richtung Süden, habe ich gesagt, ne? Wow, das fährt sich auf jeden Fall wieder ATV. Aber... irgendwie cooler. Hier sind die Nähkätzle, die hauen auch gar nicht ab. Seht ihr mal an, hey. So, ich muss jetzt nur gucken, wie wir jetzt am besten fahren. Wir müssen jetzt, ja, ja, nach Südwesten. Also hier lang. Wir entdecken natürlich jetzt das erste Mal... I should move silently. What? Entschuldigung? Darf ich hier nicht langfahren mit dem Ding oder was? Ich muss jetzt mal nach Süden runter, Leute. Ich muss jetzt nach Süden runter, egal ob ich es will oder nicht. Was war denn das jetzt bitte? Ja, ich jag doch auch nichts. Ich jag doch. Also sag mal, was ist denn mit dir los? Du weißt schon, was wir jagen, ne? Sag mal, ist das hier über den Berg drüber? Das ist hier unten. Pass mal auf, stell das mal hier hin. I think I spooked him away. I should move silently. Was willst du denn? Ich verstehe es gerade. Seid ihr da? Ja, ne? Versteht ihr das jetzt? Was sollen wir jetzt fangen? Ein Berglöwen und ein Bären. So, jetzt gehen wir nach Osten. Es ist doch egal, wenn die so aggressiv sind, dann werden die doch nicht abhauen, nur weil wir hier sind, oder was? Das verstehe ich nicht. Haben wir den jetzt wirklich verscheucht? Tatsächlich, hier ist nichts, ne? Das ist nur ein Kaninchen. Jetzt sind wir genau hier am Hunter's Forest und hier ist gar nichts. Jetzt ist das Vieh wirklich abgehauen, oder was? Wegen unserem Schneemobil. Ich sehe es halt auch wirklich nicht. Ganz komisch. Wir laufen nochmal da hoch zusammen. Wenn nicht, dann starten wir jetzt am Wohnmobil nochmal neu. Das hat er gespeichert. Ist ja alles gut. Das hatte ja gespeichert. Wenn nicht, laufen wir hoch zum Wohnmobil. Fahren nochmal kurz weg und fahren nochmal her.
Aber das ist jetzt merkwürdig. Hier haben wir Post. Super. Hier ist irgendwo ein Brief da. Dann nehmen wir nämlich so mit. Dankeschön. Aber das Vieh haut doch nicht ab, nur weil wir jetzt hier kommen mit einem Schneemobil. Das ist ja lächerlich. Also das ist ja Blödsinn. Ja gut, dann räumen wir das Ganze von hinten auf. Wir fahren jetzt einfach die Straße weiter runter. Na, wir müssen ja dann hier runter. Habe ich ja gesagt, dann hier zu einem Point. Dann müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Ob wir hier irgendwie durchkommen. Ob da ein Tunnel ist oder so. Dann gehen wir hier hoch. Weil da geht es auch noch hin. Aber Junge, das ist hier richtig verstrickt und verzweigt. Das ist ganz komisch. Wie sieht es denn mit dir essensmäßig aus? Ess die mal bitte. So, und die ist auch. Dann ist auch alles da wieder gut. Es wird jetzt halt auch langsam dunkel, ne? Nimm das mit hier. Das nimmst du auch mit. Eventuell, wenn wir wieder zurückkommen. Wow. Warte. Willst du da durch? Hallo? Hey. Nee, da willst du nämlich nicht durch, du willst nämlich hier ausruhen. Spook in the way, mein Gott, ey, hör doch auf, zu jammern. Das ist ein blöder Berglöwe, das kann doch gar nicht wahr sein. Oder ein Bär, der wird doch nicht abhauen, nur weil du hier mit so einer Maschine langfährst. Dann ist der aber nicht wild, dann brauchen wir den auch nicht jagen. Ist das hier der Weg? Wir müssen hier runter jetzt. Herr Vikingsohn. Okay, das ist natürlich jetzt schon wieder. Hier, genau, das habe ich gemeint. Das ist der Tunnel, oder? Nee. Nee. Mach keinen Scheiß. Das ist der Tunnel nicht. Du musst weiter runter. Das ist einfach nur ein Hang. Tut mir leid, ich muss jetzt öfters gucken. Jetzt da hoch oder nicht? Ich glaube da oben hin. Ja, aber schon eigentlich. Wir probieren es mal, wo wir hinkommen hier. Aber Post. Sehr gut. Überlege ich gerade, ob ich das zu Fuß mache. Hast es da noch oben gekippt. Und du hast ja noch verletzt. Du bist also, du bist ein Lappen, ey. Die Rocky Gates, siehst du? Ich überlege gerade, ob ich das zu Fuß machen soll. Obwohl, komm, das werden wir schon hinkriegen. Hey, wenn wir einmal so ein Ding haben, wer weiß, wie oft wir es noch fahren dürfen. Wir haben halt wenig von Snow Ridge gesehen, ne? Wenn du es jetzt so nimmst hier in der Story bisher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Einzige. Gut. Das ist halt auch alles Schnee hier, ne? So, pass auf. Was ist das für ein Hase gewesen? Das war eine Kreuzung zwischen Hase und Eichhörnchen, oder? Das sah ja ganz wild aus, das Viechle. So, du musst hier hoch. Wer hätte gedacht, dass wir mit dem Schneemobil nochmal zur Jagd fahren? So, jetzt pass auf, wir stellen das dann irgendwie, wenn wir dann fast oben sind, stellen wir das ab. Dass wir nicht wieder das Viech erschrecken. Hoffen wir mal auf. Hier ist eh Ende, al dente, glaube ich. Aber hier können wir so abstellen, glaube ich. Wie weit müssen wir noch hoch jetzt? Wir müssen dann den Weg hier hoch. Den werden wir auch laufen. Wir werden den Weg laufen. Genau, lass es mal hier stehen. Und wir gehen den Weg jetzt hier hoch. Ich denke mal nicht, dass uns das Viech jetzt dann abhauen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgehauen ist da unten. Auf dem Rückweg machen wir halt den anderen. Der wird ja bis dahin wieder da sein. Gehe ich mal stark davon aus. Das ist jetzt nicht, das ist halt jetzt mal so, wie es ist, ne? Ich denke mal, du musst jetzt eh hier hoch. Ja. Hier. Kyrians Askend. In Kirion. Felsen. Oh, die Wasserfälle.
Wow. Was jetzt? I should move silently. Hey, sag mal. Oh, guck mal, die Eiswasserfälle. Ja. Der wir jetzt mal wirklich. Was jagen wir denn hier? Es greift uns zurzeit alles an. Ne? Habt ihr ja mitgekriegt. Und jetzt sollen wir auf einmal schleichen? Ich meine, es ist kein Problem. Ich schleiche ja auch gerne, aber wirklich jetzt. Das verstehe ich nicht. Du musst jetzt eh hier hoch. Ja, jetzt kannst du wieder nicht schleichen, ne? Ja, genau. Das ist jetzt wohl leise, oder was? Was haben die denn? Was denken die denn, was wir jagen hier? Also ich weiß, dass ich hier einen Bären jagen soll oder einen Puma. Der ist auch bald hier, oder? Naja, wir müssen jetzt nur noch da hoch, geradeaus zu. Nachgeladen hast du. Dir geht's auch gut. Nimm die Berberitzen mit, die hier stehen. Da sind die Ruinen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Wir werden hier oben pennen. Das ist ganz klar. Also hier soll das Viech sein. Ja, und wo? Ich sag mal. Hier ist doch gar nichts. Da oben. Guck mal, da oben streunt was rum. Das ist aber ein Wolf, oder? Ach Mensch, Typ. Das ist, das war der Berglöwe. Aber der haut doch nicht vor uns ab. Nimm mal die Waffe raus. So wie der Bär vor uns abgehauen ist, das kann ja gar nicht möglich sein. Ja, siehst du? Von irgendwo kommt er gleich, aber bringt er ein paar Kumpels mit anscheinend. Da oben ist er. Na komm her. Na komm ran. Oh. Ist jetzt abgehauen? Da ist er. Jetzt haut er ab. Lad nach. Wir haben ihn. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir werden hier Rast machen. Wir werden hier pennen. Wow. Ach, come on. Echt jetzt? Du musst ja hinterherkommen. Du musst unbedingt hinterherkommen, weil dein Kumpel brüllt und denkt so, den mache ich weg. Schaffe ich nicht, musst du hinterherkommen. Du hättest einfach nur da bleiben müssen, wo du bist. So, wir pennen hier in den Ruinen. Schlafen in den Ruinen. Sehr gut. Stell auf das Ding hier. Genau. So, speichern. Ja, wer weiß, was passiert. Uns allen noch heute interagieren, ausruhen. Bis zum Morgengrauen. Dann holen wir uns ab. Holen wir uns ab, da hole ich euch ab. So, Käffchen. Skoll. Morgenkaffee. So, da sind wir. Durst hat er. Paketen. Jetzt ist natürlich wieder ein Wolf da, ne? Ach, come on, das ist nicht dein Ernst. So, trink was, du hast das Zeug da. Wie er halt auch hier kurzärmlich steht, ne? Ist halt so ein richtiger Wikinger hier. Unser Kumpel. Da ist das, ne? So. Dann geht's für uns jetzt hier runter. Ich hoffe, das Schneemobil ist noch da. Das wäre jetzt so übel, wenn es weg wäre. Und das habe ich ja gemeint. Warum soll ich schleichen? Das Vieh greift uns ja safe an. So, und der Bär haut ja nicht ab, weil wir mit ins Schneemobil kommen. Das war für mich ein bisschen sehr komisch. Aber hey, ist okay, wir haben den Puma. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Bären. Ich denke mal, zeitlich sind wir gut unterwegs. Kommt halt drauf an, was jetzt gleich passiert hier.
Aber wir haben uns eine Nacht ausgeruht. Wir haben das Schneemobil hoffentlich noch da unten stehen. Wenn nicht, müssen wir halt jetzt den Weg zurücklaufen. Aber das sage ich euch, das stört mich jetzt auch nicht, weil wir müssen ja eh dorthin. Und wir kommen am Bären vorbei. Also von daher, ob wir jetzt fahren oder laufen, mein Gott. Wäre natürlich angenehmer zu fahren. Aber wenn es weg ist, dann ist es weg, ne? Das Schneemobil. Das sieht auch ganz stark danach aus. Der zieht mir doch hier auch wieder ganz stark danach aus. So, sind wir jetzt hier? Hier sind wir hoch, ne? Ja, wir sind hier gekommen. Alles gut. Alles gut, wir sind von hier gekommen. Leider haben wir ja die Eisschneefälle, also die Eisfälle nicht gesehen. Ah, es steht noch da, es steht noch da. Sehr gut, wir gucken mal. Da wären sie eigentlich. Ja. Da ging es runter. Hier alles Eis, alles Wasser. Könnte man schöner machen. Ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben bisher sehr viel Spaß. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso viel Spaß habt wie ich. So, hier runter müssen wir jetzt, ne? Natürlich, ihr guckt ja dann natürlich, wenn du es spielst, ist es ja nochmal was ganz was anderes. Aber es gibt ja bestimmt Leute von euch, ne, die das ja schon mal gespielt haben. Oder auch spielen. Würde mich interessieren, was eure Erfahrungen so sind. Du musst immer geradeaus fahren. Alles gut, genau. Immer hier lang. Und irgendwann sagt das Spiel zu dir, so mein Freund, jetzt hättest du schleichen sollen. Weil da nämlich irgendwo ein Bär kommt. So, jetzt sind wir hier. Also das Wohnmobil, das Schneemobil. Alter Schwede. Junge. Wollte gerade sagen, fährt sich besser als das ATV. Da wusste ich aber nicht, dass das hier jetzt passiert gleich. So, wo ist die Stelle? Da oben. Wir fahren jetzt hier hoch. Hier oben ungefähr hin. Und da oben lassen wir das Wohnmobil stehen. Da laufen wir nochmal den Weg nach unten. Ja. I should move silently. Du machst mich fertig, Typ. Ganz ehrlich, wir stehen hier. Was ist sein Problem? Selbst die Schneehasen hier sind total gechillt. Wir verjagen anscheinend hier einen Riesenbären mit einem Schneemobil oder was? Nordostlich müsste man laufen, ne? Ja. Ja, wir schleichen mal halt jetzt, ne? Schleichen mal halt, ist ja nicht kalt, schneit ja nur. Es ist halt schön gerade, ne? So die Zeit. Da merkt man wieder, was passiert, wenn es bei uns jetzt bald kalt wird. Und ist ja gerade sehr mild draußen. Und dann die ersten Schneeflocken kommen. Es ist schon was Geiles. Und so ein schneebedeckter Wald ist schon was Cooles. Man, die Stimmung bringt es auf jeden Fall richtig gut rüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich friere, aber mir wird so ein bisschen leicht kalt. So. Mr. Bär. Das sind alles hier irgendwelche kontaminierten Hasen. Ich brauche halt den Bären. Ich weiß ja nicht, ob wir sind überhaupt nicht richtig. Nach Süden musst du runter. Hier unten ist es. So, hier unten wäre der Bär. Ich meine, jetzt sind wir richtig cool angeschlichen. Ich höre ihn. Hören tue ich ihn. Uiuiui. Wir haben ihn. Ein Grizzly Bear. Wisst ihr, was der mit uns anstellt? Das Problem ist jetzt, das Schneemobil finden. Wo hat er uns rausgelassen? Wir müssen jetzt, oh, Entschuldigung, nach Westen. Kannst wegpacken. Ja, wo hat denn der uns jetzt rausgelassen? Das habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt. Ich glaube, das war in der Mitte oder so. Schrei mir nicht an. Ja, ist alles wieder safe. Der Grizzlybär ist weg. Ein Grizzlybär, Wahnsinn.
Und den hätten wir verscheucht angeblich mit unserem Schneemobil. Ja, ist klar. Der hätte sich mit draufgesetzt, wer mit uns zum Wohnmobil gefahren, ja. Aber mehr, da steht's. Da steht's doch. Alles da. So, der Wald ist wieder frei von Gefahren. Ihr könnt wieder umher rennen. Wenn ich dann weg bin, ist er komplett frei. So, ab geht's. Zum Wohnmobil in die Snow Ridge Lodge. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ich bete so sehr, ne, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass das nicht das Ende ist heute. Fahr mal den Weg bitte weiter lang. Ach, bitte. Du musst überhaupt nicht silently fahren. Wir haben alles erreicht. Was ist denn nur los? Ich gehe doch nicht auf die Jagd nach irgendwas. Ich habe doch alles erwischt, was ich erwischen wollte. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier. Wow. So. Wir verräumen jetzt erstmal alles. Und dann. Nee, ne? Boah, ich dachte jetzt schon. Wir verräumen jetzt erstmal alles. Und dann würde ich sagen, dass wir. Oh, achtbar Fleisch. Ey, wir können richtig Geld machen, ne? So, Pelz weg. Dann nehmen wir das hier alles mit noch. Seil. 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 Guck mal hier. The Ranger-Abzeichen. In der Snowridge Lodge können wir uns nämlich angucken, was wir alles erreicht haben. Das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Das machen wir zum Ende hin. Da gucken wir nochmal, was wir so erreicht haben. Ja, wenn das das Ende jetzt ist, dann haben wir natürlich Pech, ne? So, hier wollen wir das Wohnmobil reparieren. Ganz klar. Das nehme ich jetzt auch alles mit hier, weil das können wir alles verkaufen. Jetzt, wer kommt jetzt? Kommt hier jetzt jemand raus oder was? So, bitte ins Wohnmobil. Ist das voll oder was? Na, hör auf. Echt, ist der Kofferraum jetzt voll? Das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wahnsinn. So, ab geht's. Ab geht's in die Snowridge Lodge. Wir gucken, was passiert. Wir haben die Aufgaben erfüllt, richtig? Lass nochmal gucken, bitte. Kehre zurück zur Lodge und sprich mit Ainsley. Ranger Ainsley! Lange nicht gesehen, mein Großer. Darf ich erst verkaufen, bitte? Nancy? Hello. Ruhe, Ruhe, ich will jetzt verkaufen. Bleibt mal alle ganz easy, ja? Aus dem Wohnmobil verkaufen. Ausrüstung, Verbrauchsgegenstände. Kleidung, Ressourcen. Hallo. Das möchte. Oh, 15 mal Fleisch. Klick an. Das wird immer teurer. Guck mal, je mehr ich verkaufe, umso teurer wird das Zeug. Hier. Okay, hier nicht. 50. Na, schaffe die 70? Nee, Honig. 20. Zack, weg. Und die Plane auch weg. Sehr gut. Dann haben wir natürlich noch was im Rucksack, ne? Hier geht's weiter. Nicht, dass du denkst, du frierst. Einmal müssen wir aufheben und einmal müssen wir hier aufheben. So, Kleidung, Verbrauchsgegenstände und so weiter. Ey, wir haben richtig gut Geld. Wir haben richtig gut Geld. Ranger Ainsley, mein Großer. Wo stehen eigentlich unsere Abzeichen und so? Die angeblich hier sein sollen. Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich aber nicht. Naja, ist egal. Die Kornschaft, da hängt's. Süß. So, Ranger Ainsley. Hey, glad to see you're in one piece. Ich grüße dich. Unharmed is the word you're looking for. Das stimmt. Everybody's proud of you, and I'm grateful to have a helping hand like you around. Well, for someone like you, Ranger, I don't mind making the effort if it helps you out. Thanks. Here, a sizable reward for a sizable mission. Well, that's mighty generous of you, Ranger. This is from everybody here, not just me. We were almost afraid you wouldn't come back alive. You've made this area a safer place. Well, then, thanks to everybody. Glad to be a part of something Sind bigger alle than hin all of jetzt? us. You're welcome. Sorry to leave so soon, but I have to go back to the office. Ja, ist See you klar. around. Thanks for everything. Don't mention it. See you around. Hey! 300 Bucks. So, nu? Das war's jetzt oder was hier? Ist ja super. Hey. Was denn? Nancy? Irgendjemand was? Nö. Ja, nu? Hallo? Ich finde aber in diesem Point hier immer nicht, ne? Panorama. Da fahre ich gerne hin, hat immer alles angefangen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ob wir noch mal wir irgendwie einen Auftrag kriegen noch oder so. Jetzt haben wir aber nicht, dass die nur die Nebenquest hier noch offen ist, ne? Verlorener Post, ja, das ist mir egal, das sind Nebenquests, das mache ich nicht. Okay. Sehr. Gott sei Dank. Ranger Ames, sie hat wieder einen Notfall. Ja, ja. Ich bin da dran. Wir rufen halt auch an. Mein Gott. Oh mein Gott. What kind of problems? I was informed that the weather station at the top of Snowmire Valley was affected. Nobody is there to take care of it. Ach hey. A weather station left unattended in the middle of nowhere? Who on earth thought this was a good idea? As a matter of fact, nobody did. The guys who were hired to work there fled the place and quit their job. Oh my God. Did you say fled? Yes, because of an overwhelming number of wolves in the valley. Das stimmt, ey, das waren viele. Es hat übergejault. Oh, that's just great. Wanna go there and check the weather station? Klar. You had me at overwhelming. I'm a bit iffy. What? Don't worry, I'll come with you. Meet me at the weather station. I'll be coming with the snowmobile ASAP. There's no wolf threat until you get to the station, if that comforts you. Fine, then I'll meet you there. Ein Auftrag mit Ranger Amesley haben wir jetzt. Great. I'll leave in a few minutes. See you at the station. Over and out. Okay. So machen wir's. Also, wir haben einen neuen Auftrag. Der begibt dich zur verlassenen Wetterstation in Snowbridge. Ihr Lieben, wir haben einen neuen Auftrag. Wir werden schon mal darüber fahren, nach Snowbridge. Guck ich gleich mal, wo die sein soll. Die werden wir doch gleich hier oben finden, oder? Wenn Schnobe. Das Ding ist ja auch nicht... Wir müssen nur hier... Was hier? Ach komm, hör auf jetzt. Hier ist doch nicht die verlassene Wetterstation. Hier sollen wir uns vielleicht treffen, ja, aber mehr auch nicht, oder? Ihr muss ja. Pass auf, wir fahren schon mal rüber. Und dann hole ich euch nämlich morgen ab. Ab geht's zu Hunter's Rest. Dann können wir, glaube ich, noch pennen dort. Maybe. So, da sind wir. Ihr Lieben, das war's für heute. Die große Jagd ist vorbei. Sehr schön. Es war keine große, aber es war eine schöne Jagd mit Schneemobil und ja, Schnee. Zur Jagd. Mega schön. Guck mal, hier das Unwetter. Ihr Lieben, macht's gut. Ich hole euch morgen ab hier und dann gehen wir mit Ranger Amesley auf die Jagd. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.